Hallo zu diesem Video von Apfel Plus. Das ist nochmal hier Subreddits, was ihr hier seht. Das erste Video fand ich nicht so gut, was gemacht worden ist, deswegen habe ich es nochmal neu gemacht. Und dazu wird es auch ein Gewinnspiel geben. Ihr könnt das Spiel fünfmal gewinnen. Was ihr dazu machen müsst, wird auf dem Blog stehen. Es wird nicht allzu schwer sein, einen Link halt posten. Und der Sinn des Spiels ist es, Ratten über eine U-Bahn-Station zu bringen. Und was man hier schon sieht, oben rechts kann man das Spiel schneller. Und am Anfang ist es noch ziemlich gut, dass man das machen kann, weil sonst wäre es etwas langweilig. Ich entschuldige mich auch mal für die schlechte Qualität. Man kann ein paar spezielle Sachen machen, zum Beispiel, wenn man eine Ratte, wenn man mit dem Finger über ihr bleibt, bleibt die stehen. Dann möchte ich ein paar Statistiken anführen. Es gibt fünf verschiedene Zugarten, zum Beispiel einen Staubsaugerzug oder einen Geldboostzug. Es gibt neun verschiedene Power-Ups. Und man kann in den Einstellungen zwischen vier verschiedenen Musikarten wechseln. Man kann auch seine eigene Musik anspielen und je nachdem, welche Musik man nimmt, je nachdem verändert sich auch die Spielart, finde ich. Dann gibt es auch noch viele Fallen, wie ihr sie gleich auch noch hier sehen werdet. Zum Beispiel kann das Licht ausgehen oder es sammelt sich Wasser und dann wird das Wasser durch Strom elektrisch und ihr sterbt, wenn ihr dran kommt. Oben links seht ihr, wie viele Ratten ihr schon gerettet habt. Und wie viele Leben ihr noch habt. Hier sieht man das gerade mit dem Strom. Und es gibt auch eine Notbremse, die erreicht man durch Schütteln des Gerätes oder durch Doppelklicken oben links auf das rote Symbol, was man jetzt nicht ganz so gut sieht. Ich wusste leider am Anfang noch, dass man doppelklicken muss. Hier sieht man es jetzt, bleibt der Zug stehen. Man kann auch den Zügen entkommen, indem man einfach auf den Schienen in der Mitte stehen bleibt oder da längs geht. Dann gibt es noch eine nette Funktion, dass man eine Angeber-E-Mail schreiben kann. Wenn man es jetzt hier sieht, da wird dann geschrieben, wie viele Punkte man hat. Und wie viel und dass man halt damit angeben kann. Die App kostet 79 Cent und ist von zwei sehr netten New Yorkern, die das aber noch hobbymäßig machen, aber die sind richtig nett. Die App unterstützt OpenFaint mit insgesamt vier Leaderboards. Dann kann man sich noch ein Gold-Update dazu kaufen, was ich schon habe. Dadurch gibt es ja noch mehr Power-Ups. Man kann noch zwischen mehr Musikarten wählen und so weiter. Es gibt jede Menge mehr. Hier sieht man noch gerade ein Tutorial. Dieses Gold-Update kostet auch dann nochmal 79 Cent und ist meiner Meinung nach wert. Dann gibt es noch eine Crazy Mode. Der Crazy Mode ist nicht künstlich erschwert, sondern ist, als wenn man bei der 300. Maus sitzt. Da gibt es dann zwei Müllkörbe auch. Und mein Fazit ist, das Spiel könnte echt an Doodle Jump oder Angry Birds rankommen. Und deswegen möchte ich es auch verlosen. Ein richtiger Tipp von mir. Und dann viel Glück beim Gewinnen.